Hallo und herzlich willkommen wieder beim Hypnotalk. Die Jahrestagung der Milton Erickson Gesellschaft 2023 in Kassel ist sozusagen unser Gastgeber. Und der Hypnotalk wird veranstaltet von Karl Auer und von der Milton Erickson Gesellschaft. Und der Gast jetzt ist erfreulicherweise Katharina van Gronswijk. Hallo. Hallo. Gerade angereist. Wir sind am letzten Tag des Kongresses und sie wird einen, wie ich sicher bin, fulminanten Abschlussvortrag halten zum Thema Klimaangst. Angst ist ja das Leitthema dieser Konferenz. Und ich habe hier Bücher, die Sie mit herausgegeben haben, Climate Emotions und Climate Action. Es geht um die Art und Weise, wie sich die Angst, so verstehe ich das auch, anfängt immer deutlicher zu zeigen in verschiedensten Formaten. Sie haben so ein schönes Beispiel gehabt, wir müssen es nicht ganz ausbuchstabieren. Man fährt auf einem Fluss und plötzlich, und es gibt irgendwo einen Wasserfall, eigentlich weiß man es, oder man weiß es nicht so genau, und es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen, bis hin zu Panik. Wie erleben Sie die als Psychologin und als Sprecherin von Psy4F oder Psy4F heißt das, glaube ich, gell? Psychologist for Future. Ja, na. Und die Abkürzung ist Psy4F, genau. Okay. Wie erleben Sie die Phänomenologie der Angst in Anbetracht der Tatsache, dass wir offenbar auf eine Katastrophe zusteuern? Also was erstmal ja so ein bisschen widersprüchlich klingt, ist, dass wir in Umfragen extrem hohe Zustimmungswerte haben, dass Menschen sich Sorgen machen wegen des Klimawandels. Da sind wir bei Zustimmungswerten zwischen 2/3 und 80% bis zu 95% im Eurobarometer. Und gleichzeitig ja extrem wenig passiert. Und was wir aber eben auch sehen, ist, dass Resilienzfaktoren noch sehr ausgeprägt sind und dass wenig Menschen eine Psychopathologie entwickeln aufgrund dieser Klimaangst. Also ich würde jetzt erstmal so sagen, dass die Klimaangst, die wir haben, ihrer Warnfunktion gerecht wird, als Emotion uns darauf hinweist, Achtung, Achtung, hier geht was schief. Und dass dann aber ja das Problem ist, dass nicht alle Menschen Handlungsmöglichkeiten für sich sehen. Und dann gibt es eben zwei Auswege. Das eine ist eben die Angst zu vermeiden, sich abzulenken, das Ganze zu leugnen, zu verdrängen. Oder eben ins Handeln zu kommen, wenn man diese Handlungsmöglichkeiten für sich sieht. Mhm. Und das sind dann häufig auch Menschen, denen ihre Klimaangst bewusster ist. Mhm. Und besonders betroffen sind eben junge Menschen, weil es um ihre Zukunft geht. Und eben Menschen, die sich sehr intensiv mit der Klimathematik auseinandergesetzt haben. Also Klimaforscher, Menschen, die im Klimaaktivismus aktiv sind, die sagen, sie verspüren deutlich häufiger auch im Alltag diese Angst vor den Klimawandelfolgen. Sie haben auch so einen Dreischritt in dem Buch, es sind ganz viele Beitragende aus unterschiedlichen Professionen und Perspektiven. Einmal geht es um Handlungshemmnisse, dann, Sie haben schon gesagt, Handlungsmöglichkeiten und Handlungspraxis. Was sind aus Ihrer Sicht die prominentesten Handlungshemmnisse und wie äußern die sich? Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, Sie sehen keine Handlungsmöglichkeiten. Wo liegen die Handlungshemmnisse? Wie zeigen die sich? Also ich glaube, dass wir einerseits deutlich sagen müssen, dass es jahrelang Lobbykampagnen gab, die irreführende Informationen gestreut haben, die Zweifel an der wissenschaftlichen Evidenz gestreut haben, was ein großes Handlungshemmnis war. Das ist zum Glück jetzt nicht mehr so sehr der Fall, dass dem Ganzen Glauben geschenkt wird. Und dann gibt es eben ja vor allen Dingen kontextuelle Faktoren, die tatsächlich Handlungen mit Impact unmöglich machen. Also wir können ja de facto noch nicht klimaneutral leben in Deutschland. Mhm. Und das ist für viele dann eine Hürde zu sagen, naja, der Beitrag, den ich leisten kann, der bringt es irgendwie nicht so richtig. Dann machen wir das gar nicht, oder wie? Dann macht man es einfach gar nicht. Mhm. Und die nächste Möglichkeit, also ein weiteres Handlungshemmnis ist, dass Menschen sich nicht zuständig fühlen. Also, dass viele sagen, ja, das muss die Wirtschaft machen, das muss die Politik machen, das müssen irgendwie die anderen machen. Wir machen schon mit, wenn die uns sagen, wie oder wie. Ja. Genau. Also erstens wird es nicht einfach gemacht, etwas zu tun und zweitens fühlt man sich nicht zuständig. Und dann gibt es eben ganz viele umweltpsychologische Erklärungen dafür, warum Menschen nicht ins Handeln kommen. Mhm. Das kann sowas sein wie der Einfluss von sozialen Normen zum Beispiel. Das kann aber auch sein, ganz klar, kognitive Begrenzung des Menschen, dass wir einfach so komplexe Probleme wie den Klimawandel und auch die Transformation, die da dran hängt, nicht so gut verarbeiten können. Es gibt unglaublich viele Facetten. Wir alle haben kognitive Verzerrungen und das erschwert dann, so diesen Handlungsdruck zu verspüren, weil der Klimawandel häufig als etwas wahrgenommen wird, was Pazifikinseln in 200 Jahren betrifft oder irgendwelche Eisbären auf der Scholle. Und wir das nicht als hier und heute für mich persönlich relevant einstufen und deswegen
rutscht das in unserem Sorgenpool, so nennt man das dann, in der Relevanz nach hinten. So nach dem Motto, da kann ich mich auch in 3 Wochen noch drum kümmern. Und dann schiebt es sich eben immer weiter nach hinten. Also das ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die da die Handlung hemmt. Wie kann man befördern oder ein bisschen mehr möglich machen, das aus Handlungshemmnissen, dass sich das transformiert in Handlungsmöglichkeiten? Und welche Rolle spielt dabei der Umgang mit der Angst? Ich meine, ich denke, man muss sie ja wohl schon ernst nehmen, die Angst erstmal. Man kann nicht sagen, die ist unbegründet. Was für Ideen gibt es? Natürlich kann man viel nachlesen und Sie könnten jetzt da endlang drüber reden. Vielleicht so 2, 3 Einblicke, was für Erfahrungen es gibt, in Handlungsmöglichkeiten zu kommen oder überhaupt die Wahrnehmung. Ja, also ich glaube, dass da sehr relevant ist die Coping-Theorie von Lazarus, der ja eben sagt, es gibt problemorientiertes Coping und das emotionsorientierte Coping. Und Maria Ojala, eine Kollegin aus Skandinavien, hat gesagt, eigentlich brauchen wir in Zeiten des Klimawandels eine dritte Form des Copings, das Meaning-Focused Coping. Habe ich nicht verstanden? Meaning-Focused Coping. Das ist eine Art Kombination aus dem problemorientierten Handeln und dem emotionsorientierten Coping, gemeinsam mit der Frage nach Sinn. Also ich sage immer, wer will ich gewesen sein in dieser Zeit, die uns gegeben ist? Und dann eben zu gucken, okay, es gibt Aspekte davon, die muss ich auf einer emotionalen Ebene verdauen. Da geht es auch darum, die eigene Begrenztheit anzuerkennen und das zu verarbeiten, dass man das nicht alleine lösen kann, sondern dass wir das als Kollektiv lösen müssen. Und auf der anderen Seite, oder eben Aspekte, die nicht mehr veränderbar sind, das Aussterben von Tierarten, was betrauert werden muss. Ich glaube, dass ehrlich gesagt die Trauer eine sehr große Rolle hat, die aber nicht zugestanden wird in der Debatte. Und auf der anderen Seite eben das problemorientierte Coping, da zu gucken, wo sind die Handlungsmöglichkeiten, die ich habe in dem Wirkbereich, den ich habe. Nicht nur der persönliche Wirkbereich, sondern auch die Andockpunkte an Kollektive, die wir haben. Also die Arbeit im Kollegenkreis, im Berufsverband, in politischen Beteiligungsprozessen. Und dann eben das Ganze basiert mit dieser Sinnfrage. Was ist der Sinn meines Lebens? Was sind meine Werte? Wer will ich gewesen sein? Finde ich unheimlich interessant, diese Formulierung, wer will ich gewesen sein? Das heißt, man guckt von einer angenommenen Zukunft darauf zurück, ob man einverstanden ist, ob man verantwortlich war, ob man einfach auch Sinn generiert hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, Wahnsinn. Und dann gibt es Beispiele für die Handlungspraxis. Wahrscheinlich, das ist eine Vermutung von mir, je mehr Handlungspraxis man kennenlernt, die bereits sich auf diesen Weg gemacht haben oder vielleicht mit dieser Perspektive, wer will ich gewesen sein, arbeiten, desto mehr Möglichkeiten findet man bei sich selber? Absolut. Ja. Und das ist total inspirierend, wenn man sich mit diesen vielen Lösungsprojekten beschäftigt, wenn man so kleine Räume entdeckt, in denen Utopie schon gelebt wird, wo man so ein bisschen Probe wohnen kann in der Zukunft und feststellen, das könnte sogar schön sein. Also es ist nicht nur Katastrophe, sondern das kann richtig gut werden. Und dann eben zu gucken, was ist der Bereich, in dem ich mich besonders wohlfühle, wo ich mit meinen Kompetenzen was beitragen kann und da dann eben mit an der Zukunft zu bauen. Solche Plattformen oder solche Kommunikationsangebote wie Psychology for Future sind wahrscheinlich auch dafür gedacht, das in die Kommunikation zu bringen. Was passiert da? Wie muss man Kommunikation organisieren, dass diese Wahrnehmung, dass dieser Schritt von den Handlungshemmnissen zu Möglichkeiten und Praxis noch wahrscheinlicher wird? Auf Deutsch gesagt, was macht Psychology for Future genau? Auch also, da kann man lang drüber reden, vielleicht ein paar Einblicke. Also ich würde sagen, wir als Psychologist und Psychotherapist for Future, wir haben so 3 Säulen der Arbeit. Mir ist immer wichtig, wir haben diesen Doppelnamen Psychologist und Psychotherapist for Future, weil wir eben auch mit ärztlichen KollegInnen zusammenarbeiten, die psychotherapeutisch tätig sind und mit den Kinder- und JugendpsychotherapeutInnen, die ja auch nicht unbedingt PsychologInnen sind. Und eben nicht nur klinisch arbeitende PsychologInnen, sondern auch PsychologInnen aus anderen Berufsfeldern, Schulpsychologen zum Beispiel, Arbeits- und Organisationspsychologie, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also wir versuchen, dieses ganze Konglomerat an Wissen in die Handlungspraxis zu bringen, mit 3 Säulen. Das eine ist Wissenschaftskommunikation. Also grob gesagt, das, was die Umweltpsychologie, die Sozialpsychologie, die allgemeine Psychologie, Kommunikationspsychologie dazu sagen, wie man dieses Thema gut kommunizieren kann, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Psychologie, die relevant sind, publik zu machen, das allgemein verständlich zu machen, zum Beispiel, indem wir Bücher veröffentlichen. Ja. Oder wir haben auch einen Podcast, der heißt Klima im Kopf. Kann ich sehr empfehlen. Klima im Kopf. Genau. Und
Social-Media-Arbeit, Pressearbeit und so weiter. Mhm. Dann haben wir den Bereich der Bewegungsfürsorge, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ein Unterstützungsangebot für Menschen, die im Klimaschutz aktiv sind. Da machen wir individuelle, aber auch Gruppenberatung, zum Beispiel zu so Themen wie Prävention von Activist-Burnout. Das ist tatsächlich in der Bewegung ein größeres Thema als Klimaangst. Also natürlich gibt es Menschen, die sich auch deswegen an uns wenden, aber mehr das Problem, dass Menschen sich total überarbeiten im Aktivismus, weil dieses Problem eben einfach endlos ist und es immer was zu tun gibt. Auch Konfliktmoderation, wenn es in diesen Bewegungsgruppen Konflikte gibt. Und die dritte Säule ist die politische Arbeit. Das ist einerseits im berufspolitischen Kontext eben die Verbände zu bewegen, mit den Kammern zu arbeiten, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie wir das Gesundheitssystem der Zukunft gestalten müssen, um auf erhöhte Bedarfe durch Extremwetterereignisse zu reagieren. Und natürlich aber auch die Gespräche mit der Politik, also PolitikerInnen aus den Bundes- und Landesparlamenten, um da entsprechend mehr Schwung reinzukriegen. Klingt dann so, wenn das doch jetzt eine Menge Leute werden und immer mehr werden, die sich da mit beteiligen bei Psychotherapists for Future, ist das so? Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht damals, als wir zu dritt diese Anfangsstellungnahme geschrieben haben. Ja, ich habe gedacht, naja, die Psychologen, die sind so unpolitisch, das ist nach 2 Monaten wieder vorbei. Mittlerweile sind wir ein eingetragener, auch als gemeinnützig anerkannter Verein. Man kann bei uns ehrenamtlich Mitglied werden, wenn man diesen Berufsgruppen angehört und sich eben einbringen. Das sind aktuell ungefähr 300 Leute. Wir haben noch so ein paar locker angebundene Menschen, die jetzt nicht Vereinsmitglieder sind. Also ich würde sagen, schätzungsweise so 1000 Psychotherapeutinnen und PsychologInnen in Deutschland, die bei uns aktiv sind. Man kann auch Fördermitglied werden, wenn man nicht so Zeit hat. Und das ist auch eine Möglichkeit für Verbände zum Beispiel, sich bei uns mit einzubringen, als Förderorganisationen damit zu machen. Und auch Verbände können sich dann über die Erfahrungen von Psychotherapists for Future ein bisschen Ideen holen, sozusagen, was sie selber beitragen können. Einfach sich auch Informationen holen. Genau. Ich mal an. Wir haben im GK2, im Gesprächskreis 2, das ist so ein Verbändetreffen, ein Klimaforum gegründet, wo es dann eben auch darum geht, wie die Verbände das Thema voranbringen können. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ich will noch mal ganz kurz, weil Sie es vorhin angerissen haben, auf das Thema Kinder und Jugendliche kommen. Die sind ja sozusagen, wenn sie nicht volljährig sind, können sie ja keine Vereinsmitglieder werden, oder doch? Beziehungsweise, wie kommt deren Anliegen, deren Bedarfe, deren besondere Formen von Ängstlichkeit vielleicht oder von Sorge, wie kommen die noch ins Gespräch und kümmert euch auch darum, dass das tatsächlich auch in der Öffentlichkeit dann bekannter wird und wie? Also man kann ja schon als Studierende Mitglied bei uns werden. Ja. Aber tatsächlich die Kinder und Jugendlichen, die jetzt noch in der Schule sind, natürlich nicht. Ja. Aber wir haben das Beratungsangebot, an das man sich wenden kann, wo sich auch Menschen jeglichen Alters hinwenden können. Und wir haben ein bisschen niedriger aufgehängt, niedrigschwelliger, würde ich jetzt mal sagen, ein Angebot von Gesprächskreisen. Das ist einmal monatlich online. Teilweise haben wir Gesprächskreise, die sich explizit an Eltern wenden, weil es eben auch eine häufige Frage ist, wie kann ich mit meinen Kindern darüber reden? Wie kann ich mit meinen Kindern umgehen, wenn die Ängste äußern? Also da versuchen wir einerseits mit Eltern zu arbeiten, aber auch LehrerInnen zu helfen. Also wir haben schon gehäuft Anfragen bekommen, auch unsere schulpsychologischen KollegInnen und die KJP-TherapeutInnen bei uns, wie eben Lehrer das Thema aufgreifen können, haben da Handreichungen erarbeitet, sowohl für Eltern als auch für Lehrer, sodass wir da präventiv arbeiten, aber eben auch in Beratungsgesprächen dann zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ich bin schwer beeindruckt. Ich finde es auch eine super Idee von der Milton Erickson Gesellschaft, Sie eingeladen zu haben für einen Vortrag, den Sie dann jetzt gleich halten müssen oder halten werden müssen. Klingt viel zu sinnlos, sozusagen. Wahrscheinlich gerne halten. Und war eine gute Idee, glaube ich. Gibt es irgendwas, wo Sie gedacht haben, oh, das werde ich bestimmt gefragt, da würde ich gerne was zu sagen. Jetzt kam das gar nicht vor. Und dann hätten Sie die Gelegenheit, sich die Frage selber zu stellen und zu sagen, das möchte ich noch loswerden. Also ich glaube, mir ist nochmal wichtig zu sagen, was wir auch in Studien sehen, dass was am allermeisten gegen Klimaangst hilft, ist das Gefühl kollektiver Wirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit auf der kollektiven Ebene. Das
das Gefühl, nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein, sondern was tun zu können. Und zwar nicht nur im Individuellen an seinem Konsumverhalten rumzudoktern und zu versuchen, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, was de facto nicht möglich ist, unter irgendwie, weiß ich nicht, 4 bis 5 Tonnen zu kommen in Deutschland. Das ist extrem schwierig. Und das reicht tatsächlich nicht. Also umweltverträglich wären 1,5. Das ist in Deutschland unmöglich. Wir leben in einem Kontext, der verändert werden muss. Und genau diese Erfahrung von, ich kann Kontext verändern, das ist das, was gegen diese Ängste langfristig hilft. Und dafür müssen wir uns mit anderen Menschen zusammentun und gemeinsam auf der systemischen Ebene etwas verändern. Und deswegen wäre mein absoluter Appell, wenn Sie jemanden treffen, der sich Sorgen macht wegen des Klimawandels oder wenn Sie sich auch vielleicht selber Sorgen machen wegen des Klimawandels, dann suchen Sie sich Gleichgesinnte, tun Sie sich zusammen. Das ist eine wirklich tolle Erfahrung, mit anderen zusammen was bewegen zu können. Wenn ich das jetzt so offen sagen darf, bei Ihnen sieht man das. Das muss eine gute Erfahrung sein, wenn man so klar und sortiert eloquent darüber sprechen kann. Vielen Dank fürs Engagement. Vielen Dank, dass Sie in den Hypnotalk gekommen sind und zur Milton Erickson Gesellschaft mit dem Vortrag. Alles Gute. Dankeschön. Und ich überlege mir jetzt eine Mitgliedschaft. Danke an Katharina van Bronswijk. Sehr gern, danke.